Damit die Tür hier aufgeht. Bunkertür. Okay, Stromstatus aus. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Wir müssen die Turbine hier anwerfen. Ventilgrundlagen. Unfertige Chromtrommel. Ja, je Nacht wird das Rohrnetz abgekoppelt. Aha, okay. Also irgendwas ist dahinter. Der will nicht. Okay, den hier drehen. Okay, nee, warte. Damit wir das hier eventuell umdrehen können. Weil das hier ist dicht. Okay, das ist so. Und der hier. Na, noch ein. Mhm. Nicht ganz richtig. Okay. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, der geht jetzt nach da. Der kann natürlich in die Richtung nicht fließen. Ein Schritt näher. Nee, da geht's nicht. Irgendwas stimmt nicht. Okay, der fließt jetzt im Kreis. Bald geschafft. Nee, das ist Blödsinn. Ein zurück. Jetzt fließt der wieder, jetzt geht der nicht. Das Wasser fließt, nur nicht, wo es hin soll. Jetzt fließt er zurück, jetzt fließt er nach da. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Ja, jetzt geht der da rein, da soll er aber nicht. Ja, das ist... Nicht ganz richtig. Mhm. Da, ein Schritt näher. Okay, der läuft da, der läuft da. Bald geschafft. Jetzt läuft der hier, jetzt läuft der da, okay. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Mhm, jetzt läuft er nach da. So, das müsste gehen. Ich sollte zurück. Nachsehen, ob das restliche Wasser ist.
Jetzt will ich aber gucken, was hier los ist. Hier geht es wohl weiter nach unten. Ja, vielleicht haben wir das Quest schon erledigt nebenbei. Wäre ja hart. Oh, hier unten stinkt's. Hey, wie wär's damit? Wir könnten auf dieses Rohr klopfen und... Können wir das samplen oder... Klar, zum Beispiel nach dem... Oh, sorry, einen Moment. Laura? Ich, Die Drainagerohre führen in noch einen Raum. Was da wohl drin ist. Hey! Laura! Okay, also hier führt's. Das ist interessant. Drainage. Ja, wir gehen mal hier hoch. Ah, hier, okay, hier ist, wir sind wieder oben, verstehe. Okay, ich glaube... Wir haben uns jetzt um das andere zu kümmern. Um das Becken. Halt, andersrum. Dann mal los. Mein Gott. Autsch. Hä, da sollen wir raus. Das Wasser sinkt. Und dem Klang nach zu urteilen, ist Laulei bereits am Loch. Okay, sehr gut. Also wir müssen jetzt wieder zurückgehen. Da wäre auch nochmal das Schamanendings und da oben auch nochmal. Das ist echt übel. Wollte eigentlich nur die Hauptquest machen. Mann. Manu. Erstmal kurz speichern. Ich will doch nur die Hauptquest machen. Scheiße. Ah. Aber es reizt natürlich, ne? Es reizt. Tut mir leid. Ich brauch dein Fleisch. Es ist ärgerlich, dass wir jetzt wieder zurückeiern müssen. Das Überlaufbecken. Okay, pass auf. Erstmal müssen wir die Viecher hier killen.
Mitten ins Ziel. Ach, er ballert wieder auf mich. Ja, ja, oh Gottchen, danke. Ah, nein, nein, hier runter ist doof, runter ist doof. Runter ist ganz doof. Na gut, dann machen wir es halt so. War auf jeden Fall nicht so geplant. Die Live-Aufzeichnung. Was für ein Krach hier. Du freust dich, wieder spielen zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Und natürlich kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Danke für die Wasserableitung. Nicht allein für mich, auch für die Ahnen und ihre Lieder. Bitte, nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Das ist für mich keine Musik, das ist für mich Krach, ey. Krach vom Allerfeinsten und laut vor allen Dingen. Was habe ich jetzt bekommen? Keine Ahnung. Okay, das haben wir. Also, das ist das. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ach, da sind noch so viele Sachen offen. Outfits, Modifikationen haben wir auch noch, so viele Sachen. Blauglanz, okay, Tierfigur. Können wir noch was herstellen? Das. Moment, wir tragen den, der hat Stufe 3. Noch können wir ja nicht alles herstellen, ne? Also wieder recyceln sozusagen. Ja, ein paar Tränke nochmal herstellen. Grade 3. Munition. Hätten wir jetzt auch draußen machen können, na klar. Aber jetzt bin ich schon mal im Menü. Da können wir das ja auf jeden Fall mal machen. Okay. So. Questies.
Ein Fluch für die Dunkelheit. Der Schamanenpfad, das alte Waffenlager. Ja, da sind wir ja dran. Da brauchen wir auf jeden Fall geteiltes Geheimnis. Finde ein Schienenteil. Genau, das wollte ich machen. Sammle Rohstoffe, Ziegenhaut. Kaninchenknochen. Genau, das wollte ich jetzt als erstes machen. Bevor wir den Schamanenpfad machen, gehen wir jetzt nach oben. Können wir reisen? Fragezeichen. Glaube nicht, wir müssen raus. Ist ja nicht so, dass oben nichts was zu gefräßiges wartet. Okay, ja. Ja, doch, Mann. Diese Viecher gehen mir so auf den Puffer. Heißt du mich? Boah. Erstmal weg. Erstmal weg. Alter, ist das viel schnell. Lass mich in Frieden. Ja, doch, Mann. Gehen die mir auf den Puffer, ganz ehrlich. Die Viecher gehen mir echt tierisch auf den Nuss. Alter, ist das hart, ey. Okay, da wäre der Schamanenpfad gewesen. Ich will aber jetzt nach oben. Ich will das Quest machen. Sind irgendwelche Pigmente. Wir wollen nach oben. Das wird eine weite Reise. Aber egal. Ein Lagerfeuer wurde entdeckt. Geradeaus zu. Oh, gut. Oh. Oh. Wieder einer down. Speichern. Ganz wichtig. Weiter geht's. Nehmen wir uns weiter nach oben begeben. Wer bist du? Bannung Wanderer. Okay, kein Problem. Also hier hoch. Sehr hilfreich. Ich hasse diese Viecher. Die sind einfach nur mega lästig. Boah, Alter, ey. Wir nehmen auf den Puffer.
super, super lästig. Wenn du unbedingt sterben willst, bitte. Ja. Eisspule. 28% Eis. Jetzt mal auf den Puffer jetzt. Na komm, stürz ab, du Geier. Herrgott nochmal, sag ich nur. Oh, Alter, ist die hart. Dann nehme ich doch lieber die Eisspule mit. Was haben wir da? Ein Dachs. Okay, wir rennen mal weiter. Das ist ja nicht mehr so weit. Nein, das ist nicht weit. Nein, ach Quatsch. Nur noch 1000 Meter. Sind wir mal schnell gemacht. Mal eben schnell gelaufen. So eine Nebenquest. Kein Problem. Mitten im Schnee, in der Dunkelheit. Kann man doch mal machen. Hier draußen könnte man glatt vergessen, wie sich Wärme anfühlt. Naja, hier ist schon kühl. Panzer oder was das hier ist. Was haben wir denn da? Eine Zijo. Noch eine Zijo. Die Ziegen brauche ich eigentlich. Brauche nämlich dringend diesen Ziegenknochen. Was ist das? Ein Dachs. Ein Dachs interessiert mich jetzt nicht. Na komm. Einen haben wir. Ziegenknochen. Juhu, 1 von 3 oder was? Was haben wir denn hier noch so? Noch eine Ziege, aber weit weg. Boah, das ist uns jetzt komplett vom Weg abgeschlagen. Okay, pass auf, dann gehen wir jetzt erstmal zum Lagerfeuer. Wenn wir noch eine Ziege auf dem Weg erwischen,
machen wir das. So cool hier, eine Hütte. Ursus Americanus, der prachtvolle amerikanische Schwarzbär. Präsentiert von Montana Recreations. Wunderschön, du warst sicher gefährlich. Dieses Fell, du hast die Kälte nie gespürt, oder? Hätte er dich nicht erhalten, wüsste dann irgendwer, dass es dich gab? Das war hier mit Sicherheit so ein Wildpark. Kein Platz. Wieder ein Händler, das ist gar nicht mal so verkehrt. Warte mal kurz. Nein. 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 Konnt. Hatten noch was. Keine weiteren Upgrades verfügbar. 50. Ein Kaninchenknochen. Fuchshaut. Fisch brauchen wir auch, okay. Ich störe nur ungern. Oh, ich... Ja, hallo. Eine Fremde beim Schreien der vergessenen Bestien. Willkommen. Ich bin Entschuk. Aloy. Der Schrein der... was? Zu Zeiten der alten Welt hat ein Mann ein kleines Totem für das Tier gebaut und sein Aussehen darin bewahrt. Wenn du das Totem auf den Sockel platzierst, wird ein Bild des Tiers in der Luft gezeichnet. Und das Biest lebt wieder. Also, beinahe. Es gibt 7 Sockel. Wo sind die anderen 6 Figuren? Ich fand diese in der Wildnis. Mir fielen die Vertiefungen in den Sockeln ein. Und ich sah, dass sie zum Fuß des Totems passen. Aber wie du sagst, eine von 7, oder? Der große Montana Recreations hat sich ja mehr gemacht, aber jetzt sind sie verstreut. Wir haben doch was. Ich habe eine der Figuren, nach denen du suchst. Genau. Sammelfigur Belohnungskiste. Kartenpigmente, Karte Blauglanz. Ziegenhaut fehlt uns, ich werde wahnsinnig. Metallscherben, Dachsknochen könnten wir uns holen. Und Pigmente können wir uns auch holen. Und hier fehlt Ziegenhaut und ein Dachsknochen. Outfits, Waffen, da haben wir auch nur diese Billo-Kacke. Wir haben so viel Mods da. Spannend, oder? Noch so ein majestätisches Wesen aus der Vorzeit. Dort. Es erwartet uns auf seinem Sockel.